Investieren in die ganze Welt, breit gestreut mit einem ETF auf den MSCI World Index. Viele sagen, damit haben sie ihr Anlageproblem eigentlich schon komplett gelöst. Mit einem Produkt, mit einem Mausklick. Aber ist es auch wirklich so oder ist das Ganze eine Mogelpackung und wir machen uns da was vor? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Kontrolle ist eine zweischneidige Sache. Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich Familie oder leben in einer Beziehung, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn es nicht so wäre. Wenn die anderen nicht da wären und wenn dadurch ja auch die soziale Kontrolle dadurch wegfallen würde. Sie hätten sich vielleicht schon das erste Bier jetzt aufgemacht oder auch das zweite oder das dritte und sie würden auch sich nicht mehr rasieren, nicht mehr Zähne putzen, kein Gemüse mehr essen und nur noch rumhängen im Unterhemd mit Doseneintopf vorm Fernseher und wären endlich mal völlig zufrieden. Das ist jetzt natürlich die männliche primitive Variante. Bei Frauen ist es dann wahrscheinlich Zalando und Eierlikör oder so. Und ich hoffe jetzt auch, ich habe keinen Nerv bei Ihnen getroffen, sodass Sie jetzt sagen, ja, verdammt, die anderen müssen weg. Lassen Sie die Kettensäge kurz nochmal hängen, weil eigentlich will ich darauf raus, dass Kontrolle zwar schon unangenehm sein kann, aber sie ist eben manchmal auch sehr wichtig. Wir sind Anleger. Wir fragen uns, wie investiere ich optimal und wie kriege ich gleichzeitig mein Risiko unter Kontrolle? Und man hat uns ja erzählt, Aktien können hohe Renditen abwerfen, aber soll man jetzt in Einzelaktien gehen, die schwanken furchtbar. Das ist ganz schrecklich. Und wir haben ja auch gelernt, wenn man breit streut, dann verringert sich dieses Risiko. Oder aber treiben wir es noch weiter, man investiert in den ganzen Markt, dann hat man das Unternehmensrisiko überhaupt nicht mehr, sondern hat dann nur noch das Marktrisiko. Zauber, zauber. Und jetzt treiben wir es auf die Spitze. Wir streuen so breit, wie es nur irgendwie geht. Wir investieren einfach in alle Märkte, in die ganze Welt. Damit haben wir dann das Risiko komplett rausdiversifiziert. Weil auch wenn es irgendwo auf der Welt immer mal brennt, die Welt insgesamt, die wird trotzdem wachsen und gedeihen. Ey, es ist die Welt, Mann. Und dafür gibt es eben auch ein wunderbares Instrument, um das umzusetzen, vermeintlich, nämlich den MSCI World Index. Mit 1500 Aktien von einzelnen großen Unternehmen und die entsprechenden ETFs auf diese Indizes gibt es eben. Wir haben dadurch also die ganze Welt ganz entspannt in einem Produkt. Es funktioniert einwandfrei. Seit Ende 87 hat der MSCI World Index eine jährliche Durchschnittsrendite erzielt von 8,5%. Stand Ende März. Das ist sehr ordentlich. Und hier haben wir ihn seit 1987. Wer damals 10.000 Dollar investiert hat in den Index, hat heute 73.000 Dollar. Mehr als das Siebenfache. Und egal, wann Sie eingestiegen wären, es hat auch keinen Zeitpunkt gegeben, der länger gewesen wäre als 15 Jahre, wo Sie Verluste gemacht hätten. Wir haben also das, was man ja grundsätzlich auch feststellt bei breiten Aktieninvestments, das haben wir hier auch in Reinform. Also warum sich die Mühe machen, wenn man solche Renditen erzielen kann mit einem passiven Produkt, wo wir doch sowieso wissen, 80% der aktiven Fondsmanager und wahrscheinlich auch 80% der aktiven Privatanleger, die werden den Markt sowieso nicht schlagen auf Dauer. Und darum haben wir ja auch diesen Boom bei den preiswerten passiven ETFs. Und davon die Krönung, logischerweise ein ETF auf diesen MSCI World Index. Und darum gibt es eben auch so Aussagen wie hier auf Finanztipp: Investieren in ETFs der MSCI World reicht aus. Damit ist das Anlagethema also erledigt. Aber die Kritiker werden lauter.
Es geht schon damit los, was ist denn die Welt bei MSCI? Es sind 23 Länder nur, dazu gehört nicht China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, dazu gehört auch nicht Indien, die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt. In allererster Linie ist die Welt da wieder mal die USA. Hier in Gelb, fast 69% der Ländergewichtung sind die USA. Das Einzige, was sonst noch im Ansatz eine Rolle spielt, ist Japan mit 6%, Großbritannien mit 4%. Dann haben wir noch Kanada und Frankreich jeweils 3%. Die sind hier wenigstens noch aufgeführt. Und der ganze Rest, die übrigen Länder, was dann aber auch nur noch 18 Stück sind, die stehen nur noch für 14% von diesem Index. Und, oh Wunder, hier nochmal die Kursentwicklung, orange der MSCI World Index und in grün der MSCI USA Index. Jahrelang ein absoluter Gleichlauf. Die letzten Jahre haben sich US-Aktien dann abgekoppelt. Sie waren die klaren Outperformer. Aber trotzdem sieht man auch da noch, dass diese Marktphasen, die Aufschwünge, die Abschwünge, dass die auch noch ziemlich, ja, identisch sind, im Gleichlauf sind. Jetzt kann man trotzdem sagen, tolle Auswahl, gefällt mir, US-Aktien sind sowieso die besten. Meinetwegen, aber der Anspruch eben, dass man in die ganze Welt breit investiert ist und breit diversifiziert ist, dadurch, den erfüllt der Index natürlich schon mal nicht, sondern er hängt stark ab von den USA. Und das ist eben schon mal das Erste, was man zur Kenntnis nehmen muss. Man darf also nicht glauben, man investiert da in so eine Art Weltportfolio oder sowas. Was auch nicht überrascht, das sind die größten Positionen zurzeit. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, Nvidia, Meta und noch zwei andere US-Firmen zusammen schon 19% vom Gesamtindex. Ist klar, die sind gut gelaufen, die dominieren jetzt den Index. Ist die Frage, ob man das mag. Das ist ja mehr oder weniger dieser darwinistische Ansatz, dass man dadurch, dass man sagt, was sich bis jetzt durchgesetzt hat, das wird sich eben auch in Zukunft durchsetzen. Und das hat was für sich, das ist auch wirklich nicht immer falsch. Aber dieser Ansatz ist eben passiv. Und es gibt Kritiker, wie zum Beispiel Andreas Beck, die hier sagen, auch zu Recht, man läuft dadurch dann natürlich auch in jede Blase dann voll rein. Liegt auch in der Natur der Sache. Weil auch wenn jetzt die Zinsen steigen oder wenn ein Krieg irgendwo ausbricht, deswegen schichten die natürlich nicht um. Die haben letztes Jahr auch nicht umgeschichtet, zum Beispiel von Technologieaktien in Rohstoffaktien. Rohstoff und Energie sind in dem Index zurzeit nur 8%, IT und Finanzen sind aber zusammen 36%. Und im MSCI China zum Beispiel ja auch, da ist es auch nicht umgeschichtet worden, als es letztes Jahr die großen Internetregulierungen gegeben hat. Die größten Positionen sind da auch immer noch Tencent, Alibaba, Meituan und dann auch noch JD.com, NetEase, Baidu, also genau das, was man letztes Jahr nicht hätte haben sollen. Das wird aber erst dann runtergewichtet, wenn das Ganze schon vorbei ist, ist auch klar. Kann man keinem vorwerfen, so ein Index ist eben seinem Wesen nach auch passiv. Die Frage ist auch, ob man es als aktiver Anleger jetzt besser gemacht hätte. Wahrscheinlich nicht, aber man hätte eben zumindest die Chance gehabt. Und es hat sicher auch Anleger gegeben, die auch grundsätzlich gesagt haben, naja, so viel IT, so viel Internet und das alles, das will ich nicht haben in meinem Depot. Und die hätten dadurch eben dann auch mal recht gehabt. Und dadurch, dass das hochgewichtet ist, was gut gelaufen ist, da hat der Index einfach auch grundsätzlich mal ein paar Eigenschaften, die wahrscheinlich vielen Anlegern auch nicht so gefallen. Also zum Beispiel der MSCI World hat eben jetzt schon einen Durchschnitts-KGV von 20. Er ist bewertet mit dem Dreifachen vom Buchwert und die Dividendenrendite ist auch nur noch 1,8%. Und wenn man jetzt zum Beispiel Value-Anleger ist oder ein Fan von Dividendenaktien, dann ist das relativ uninteressant, die Zusammenstellung. Das heißt nicht, dass Value und Dividenden besser sind am Ende, aber wie schon oft gesagt, wir sind eben Privatanleger und das ist ja unser Glück. Es kommt morgen keiner und sagt zu Ihnen, Sie liegen 5% hinterm DAX und haut Ihnen dann das Lineal auf den Kopf. Von daher,
Wenn Sie der Meinung sind, ich kann es immer wieder nur sagen, wenn Sie der Meinung sind, Sie hätten es lieber irgendwie anders, dann machen Sie es doch auch anders. Auch wenn Sie die Benchmark dann vielleicht nicht schlagen. Eine Benchmark ist eine beliebige Kombination aus Billionen Kombinationen. Also was soll das Ganze? Ich bin auf jeden Fall nicht der Meinung, dass es falsch ist, wenn man an der Börse eigene Überzeugungen umsetzt, so wie das viele sagen zurzeit, dass es sehr gefährlich ist, wenn man sich eine eigene Meinung leistet und die dann aktiv umsetzt. Man muss sich natürlich darüber klar sein, dass man sich damit auch schnell mal irrt vielleicht und dass das Eis da immer dünn ist. Aber das ist was anderes. Ich habe mich zu dem Thema ja auch schon breit ausgelassen in meinem Video damals zum passiven Investieren. Aber eins ist auch klar. Der MSCI World Index, der hat auch ein Klumpenrisiko. So wie Monogamie, so wie die selbstgenutzte Immobilie, wenn man sonst nichts hat. Für alles gibt es gute Gründe, triftige Gründe. Aber die Ausrichtung von diesem Index, das ist eben ein viel größeres Klumpenrisiko, als die meisten Anleger glauben. Und da kommt ja auch noch dazu, dass die Welt sowieso global ist mittlerweile, dass die Börsen sowieso zusammengewachsen sind und der Sack Reis, der in China heute umfällt, der fällt uns heute genauso auf die Füße. Und wenn Lehman Brothers untergeht, dann trifft es China und Kasachstan auch genauso, wie es den Westen trifft. So dass man sowieso leider sagen muss, dass die ganze Welt auch langsam ein Klumpenrisiko hat. Wo immer mehr Diversifikation leider auch immer weniger bringt. Und dieser Trend, der wird eben meiner Meinung nach noch deutlich verstärkt durch das passive Investieren. Wir haben inzwischen Unmengen von Geld, die passiv investiert werden, die runterprasseln auf die Märkte ohne jede Wertung. Und was viele eben vergessen, wir haben außerdem ja vor allem im institutionellen Sektor zusätzlich noch viel Geld, das jetzt zwar offiziell nicht passiv investiert wird, das aber trotzdem stark benchmark-orientiert investiert wird. Und das heißt ja nichts anderes, als dass Kaufentscheidungen immer mehr völlig unabhängig davon getroffen werden, wie die Fundamentaldaten sind, ob man ein Unternehmen für gut hält und ob man dem was zutraut, sondern es geht nur noch um die Gewichtung. Und das heißt natürlich außerdem auch, dass immer mehr Anlageentscheidungen stattfinden, auch die überhaupt keinen Hintergrund mehr haben. Weil die Ideologie da ist, der Markt hat immer recht, du kannst den Markt nicht schlagen und es ist alles schon eingepreist. Nur wenn jeder glaubt, dass alles eingepreist ist und dass die Einpreisungsarbeit schon gemacht ist, wer macht sie dann noch? Ein paar gibt es natürlich noch, die machen sie offensichtlich schon noch. Aber damit komme ich eben auch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Die Notwendigkeit am Markt von Kontrolle. Der Abgleich mit der Realität, der Faktencheck, den keiner mehr macht. Ich habe wirklich die Sorge langsam, dass wenn es so weitergeht mit dem passiven Investieren, mit dem ganzen Benchmarking und so, dass dann langsam der Geist verschwindet aus dem System und dass die Disziplin verschwindet bei der Einpreisung. Dass wir am Ende dann eben wirklich Märkte haben, die verlottert da liegen im Unterhemd, beschmiert mit Bohneneintopf von oben bis unten. Und die dann dumm defätistisch dem Fernseher zuprosten, Prost, ich kaufe den Index. Und das nervt mich am allermeisten an diesem ganzen Themenkomplex passiv investieren. Also diese ganze Selbstgewissheit, die ganze Sorglosigkeit und der Fatalismus natürlich. Und dass das eben die Märkte auch langsam zersetzt. Sanford Bernstein, eine US-Investmentbank, die haben vor Jahren schon gesagt, für die Finanzmärkte ist der ETF-Boom schlimmer als Sozialismus. Ich bin ja sowieso ein Fan von aktivem Investieren, das ist bekannt, klar. Ich investiere aber auch lieber in einen aktiv gemanagten Fonds, trotz der höheren Kosten, als jetzt in einen passiven ETF. Nicht, weil ich jetzt glaube, der Fondsmanager macht es besser, das tut er wahrscheinlich nicht, aber weil ich vielleicht dann eben doch am Ende auch das Gefühl habe, der verfolgt wenigstens irgendeine Strategie oder irgendeinen Ansatz, der aus meiner Sicht dann vielleicht eben auch irgendwie sinnvoll ist.
Also wenn Sie jetzt sparen in den MSCI World Index, ich will es Ihnen gar nicht madig machen. Hauptsache ist ja, Sie machen was und es hat ja bis jetzt auch gut funktioniert. Sie müssen nur eben einfach wissen, was Sie da haben und was Sie da nicht haben. Und es sollte vielleicht jetzt auch nicht das Einzige sein, in das Sie investieren. Weil wie gesagt, die breite Streuung, die sich da viele erhoffen, die hat man mit dem Produkt dann eben so doch nicht. Und hier gibt es ja nicht nur Videos von mir, es gibt von uns ja auch die Zukunftsmärkte Reports. Und im nächsten Report nächste Woche, da geht es eben um aktiv gemanagte Produkte als Ergänzung, mit denen Sie vielleicht ein bisschen mehr diversifizieren könnten oder auch mal einen anderen Ansatz verfolgen könnten. Einen anderen Ansatz, der vielleicht dann auch interessant ist. Und die Reports von uns, die sind gratis. Sie müssen sich einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Am Wochenende ist Ostern. Mein nächstes Video kommt darum nicht am Montag, sondern erst am Dienstag. Es kommen trotzdem zwei Videos wieder nächste Woche natürlich. Und am Dienstag, da geht es dann auch endlich mal wieder hier um Einzelaktien, diesmal um zwei Elektronikriesen aus Asien. Denken Sie an die alte österliche Weisheit, tu nie alle Eier in den gleichen Korb. Und ansonsten, ich wünsche Ihnen natürlich ein paar schöne Tage. Entspannen Sie sich mal vorm Fernseher mit Bier und Eierlikör. Aber Achtung, am Sonntag kommt die Schwiegermutter. Frohe Ostern, alles Gute Ihnen, danke fürs Zuschauen.